Der Papst hatte eine gute Nase, als er das Gedenkjahr an den Völkerapostel Paulus ausgerufen hat. Denn Paulus war lange Zeit verschattet. Selbst das Zweite Vatikanische Konzil hatte in der dogmatischen Konstitution Dei Verbum absoluten Vorrang der neutestamentlichen Schriften vor allen anderen neutestamentlichen Schriften deklariert. Eher Philosophen wie Alain Badiou oder Giorgio Agamben beschäftigten sich mit ihm oder auch der Filmemacher Pier Paolo Pasolini mit seinem großen Paulus-Filmprojekt, welches nie realisiert wurde. Doch jetzt mit der Ausrufung des Paulusjahres haben wir nochmal die Chance, uns sein Leben, sein Wirken, seine Biografie zu vergegenwärtigen und auch mit Christinnen und Christen über Paulus und seine Botschaft in Auseinandersetzung zu treten. Die Ausrufung des Paulusjahres durch Papst Benedikt XVI. War für uns auch der Anlass, dieses Ausstellungsprojekt anzugehen. Wir waren insgesamt 5 Leute, die im Jahre 2003 schon zum Jahr der Bibel seinerzeit ein Mensch-Bibel-Projekt initiiert hatten und haben uns eben in den letzten einem Jahr intensiv mit Paulus beschäftigt, mit seiner Biografie, mit der Literatur über ihn. Und das Ergebnis sind eben insgesamt 18 Tafeln, die das Leben, sein Wirken, seine Wirkungsgeschichte, seine Auseinandersetzungen in den Gemeinden, seine Briefe exemplarisch darstellen. Im Mittelpunkt der Tafeln steht zunächst immer ein Bibeltext aus seinen Briefen oder aus der Apostelgeschichte. Dann gibt es eine Spalte, in dem das bestimmte Thema der Tafeln, etwa eine Tafel heißt Grenzgänger, eine Tafel heißt der Kopftuchstreit in Korinth, eine Tafel heißt Paulus und die Staatsmacht, wo diese jeweiligen Themen nochmal erklärt werden, näherhin durchleuchtet werden, und Bilder und literarische Texte sollen Menschen von heute nochmal einen moderneren Zugang zu Paulus ermöglichen. Wir waren eigentlich vor einem halben Jahr mit 2 Versionen dieser Ausstellung für das Bistum Trier gestartet. Inzwischen sind wir bei 12 Versionen angelangt, weil 8 Bistümer in Deutschland und auch in Österreich das Ausstellungsprojekt gekauft haben und inzwischen 4 Ausstellungsversionen durch Deutschland gehen, von Sachsen über Bayern bis an den Niederrhein. Ich habe einen gewissen Zugang, eine gewisse Affinität zu Ausstellungen, weil ich da regelmäßig eigentlich auch bei uns in den Gemeinden, Dekanaten Ausstellungen organisiere. Und als ich die Nachricht hörte, dass es ein Paulusjahr gibt, hat es bei mir eigentlich sofort Klick gemacht. Und ich habe meine 4 Kollegen, mit denen ich das zusammen gemacht habe, angerufen. Und wir haben uns eine Woche später getroffen und sofort überlegt, wie können wir das umsetzen, wie können wir das realisieren, wie kriegen wir das finanziert. Mit welchen Inhalten, mit welchen Themen müssen wir uns beschäftigen? Und so ist im Grunde genommen innerhalb eines Jahres, wo wir uns regelmäßig alle 3 Wochen einen ganzen Tag getroffen haben, diese 18 Tafeln entstanden. Nicht ohne heftige Diskussionen und auch Probleme, an die ein oder anderen Bilderrechte und Copyright-Rechte für die Texte zu kommen. Aber wir sind eigentlich mit unserem Ergebnis und vor allem mit dieser Riesenresonanz, die wir nun haben, in Deutschland und darüber hinaus, die Ausstellung wird auch in Luxemburg gezeigt, auch in Belgien gezeigt, sind wir natürlich hoch erfreut.